Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tupont Hospital. Die fliegen jetzt einfach alle raus, die wo einfach nur so aussehen. Du bist gefeuert, ja. Auch wenn du 8 Jahre in diesem scheiß Krankenhaus arbeitest, wär hygienischer. Hier, die Toilette ist dreckig. Mach die mal bitte jemand sauber. Okay, du gehst eh. Hausmeister, du bist unhygienisch, du bist gefeuert. So, die könnten noch ein bisschen putzen. Ein Mülleimer, der wird verkauft. Auch verkaufen. Tja, können wir ein bisschen schneller laden. Ich möchte doch einfach nur die letzten 2% da weg haben. Dreckig, dann existiert der nicht mehr. So. Sehe ich jetzt noch irgendwie starke Verschmutzungen, die auch hier sind? Mülleimer. Irgendwo muss doch jemand sein, der richtig hart einfach nur verschmutzt ist. Es kann ja nicht sein, dass alles eigentlich total gut aussieht. Nur ernsthaft? Nein, ich suche jetzt nicht diese Epidemie-Typis. Das ist das fürchterliche Fluch, da ist gerade schon einer vorbeigerannt. Achso, es war wahrscheinlich eine Mumie. So, du bist extrem dreckig, du gehst heim. Ihr seid alle extrem dreckig, geh heim, impfen. Langsam. Du gehst einmal heim. Du gehst auch heim. Ich möchte, dulde ich jetzt nur noch saubere Patienten und du gehörst nicht dazu. Du bist gelb, du kannst auch gehen. Du kannst auch gehen. Dreck. Irgendwo muss doch da einer sein, der voll verschmutzt ist. Hier, du. Nach Hause. Jetzt mal ganz ernsthaft. Hier, du. Du bist auf einmal dreckig geworden, dann gehst du jetzt bitte auch. Dreckig sein geht bei uns nicht. Wie viel Prozent haben wir? 88, das gibt's doch nicht. Oh, ich hänge jetzt überall wieder so Hygiene-Dinger auf, keine Ahnung. Vielleicht brauche ich auch einfach mehr Toiletten. Überall, wo jetzt mehrere Menschen sind, kommt jetzt eine Toilette irgendwie hingequetscht hin.
Ich möchte das hier bitte kopieren. Okay, da kriege ich keine Toilette hin. Da ist eine Toilette. Ich krieg da nirgends mehr eine Toilette hin. Oh. Es wird halt null besser. Es bleibt halt immer bei diesen scheiß 88%. Verzweiflung pur. Und es juckt mich gerade nicht, dass der 1. Juli ist. Nachrichten vom Ausbruch einer ansteckenden Krankheit in Two Point County. Wir haben gerade größere Probleme. Du gehst nämlich auch heim, du bist gelb. Man muss einfach nur extremer reagieren. Falls nicht, wollen wir hoffen, dass mich ein Hubschrauber hier ganz schnell wegbringen kann. Bist du orange? Du bist Arzt, du bist gefeuert. Du bist auch... Alter, du haust jetzt eh ab. Gut. Du bist auch nicht... Alter, du warst gerade am Turm. Bist nicht mal komplett grün? Was stimmt mit dir nicht? Feuern, ja. Oh, Erdbeben. Komm. Das muss doch irgendwie möglich sein. Du fühlst dich nicht gut. Geh bitte nach Hause einfach nur. Geh nach Hause. Kubismus wegen mir, es juckt mich gerade einen Scheiß. Euch hier hinterher zu räumen. Da ist Müll. Räumt halt bitte den Müll weg. Da ist Pippi am Boden, der Kotze. Mach das doch bitte auch weg. Kann ich irgendwas machen? Ja, davon war. Das juckt mich gerade nicht. Die Epidemie juckt mich gerade sowas von gar nicht. Komm, wir machen da jetzt noch ein schönes. In die Toilette nochmal hin. Wegen mir kann die ja ruhig gehen, es juckt mich ja nicht. Aber irgendwas ist hier halt übelst dreckig und ich weiß halt nicht was. Alter, was? Warum bist du so dreckig? Du widerlicher Mensch, du gehst jetzt heim. Du hörst auf, mit meinem Mülleimer zu reiern. Gehst heim. Und noch irgendjemanden. Das gibt's doch nicht. Wir haben jegliche dreckigen Menschen aus unserem Krankenhaus verbannt. Wir haben keine Ahnung, wie viel Desinfektionsspender aufgestellt. Wir haben eine extra Toilette gebaut noch. Das ist nicht beunruhigend, lass mich einfach nur in Ruhe. Wollen wir hoffen, dass unsere tapferen Männer und Frauen des örtlichen Krankenhauses die Sache. Haben wir denn hier irgendwas vielleicht zur Müllentfernung? Falls nicht, wollen wir hoffen, dass mich ein Hubschrauber hier ganz schnell wegbringen kann. Was haben wir hier? Ja. Und der Bitz halt. Soll sich nicht so haben.
So, jetzt müssten wieder alle happy sein. Kann ich nicht irgendwas machen? Das. Die stehen halt da auch nur rum und wissen nicht, was sie tun sollen. Hygiene 90%. Wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss.